Nun aber zu meinem nächsten Gast hier auf der Bühne. Wolfgang Salm ist seit langem als freiwilliger Flüchtlingshelfer aktiv. Mit seiner Seite fairnessasyl.at engagiert er sich für ein faires Asylverfahren. Der Irrsinn, der in erstinstanzlichen Bescheiden nachzulesen ist, wir haben heute in der Eröffnungsrede auch schon davon gehört, hat ihn veranlasst, ein Best-of-Behördenwahnsinn zu sammeln. Über das und über andere Geschichten, die auf dieser Website zu finden sind, über dein Projekt wirst du jetzt kurz erzählen. Ja, vielen Dank. Einladung. Das ist besser. Vielen Dank für die Anladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Fairness Asyl. Wie hat das Ganze begonnen? Ja, im Prinzip ziemlich genau vor einem Jahr habe ich mir das Maringer Gutachten hergenommen und die Literaturliste durchgearbeitet und dargestellt, was für ein Unsinn das eigentlich ist. Ja, dass es hier nicht um eine wissenschaftliche Arbeit, um ein Gutachten geht, auf dessen Basis Leute abgeschoben werden. Es war der 14. Februar, Valentinstag, wo diese Seite live gegangen ist. Und seitdem habe ich ein Date mit diesen Asylthemen. Sehr plakativ war dieser Launch dieser Website, diese Maringer Gutachten-Geschichte. Und dann sind Leute zu mir gekommen und gesagt, da müssen wir mehr machen. Diese Textperlen der BFA-Bescheide. Wir sehen mehr und mehr und mehr von aberwitzigsten Begründungen, warum jemand hier in Österreich nicht bleiben soll. Und wir haben uns gemeinsam zusammengeschlossen und haben diese Textperlen gesammelt, online gestellt, um eben aufzuzeigen, wieder plakativ aufzuzeigen, dass hier etwas faul im Staat ist. In sehr vielen Gesprächen mit Freunden, mit Verwandten, mit Nachbarn habe ich versucht zu erklären, was da eigentlich passiert, und ich bin eigentlich nur Staunen entgegengekommen. Mit diesen Textperlen war sofort klar, was, das passiert in Österreich, und genau das passiert in Österreich und es passiert noch immer. Und für uns ist es daher ein Anliegen, genau das, was hier in diesen Verfahren schief läuft, was noch immer schief läuft, aufzuzeigen. Ich arbeite selber im IT-Bereich, den BVWG-Erkenntnissen zugewandt, mir alle 60.000 Asylerkenntnisse heruntergeladen und analysiert. Und ja, die 42% Fehlerquote, die in den Medien herumgeistert, die stimmt. Allerdings sind es über 50% bei Afghanen. Und es wird nicht besser, es wird schlechter. Okay? Und genau hier sehen wir, wie viel eigentlich nicht im öffentlichen Diskurs steht. Es passiert einfach. Die Zivilgesellschaft weiß kaum davon. Und das ist unser Anliegen, dass wir diese Dinge genau durchsuchen, anschauen und öffentlich darstellen. Wir haben im Herbst, im Oktober, einen Theaterabend in Wien veranstaltet, um diese Textperlen auch einer weiteren, größeren Publikum zu bieten. Und ja, ein Ableger von diesem Abend, ich freue mich sehr, gibt es jetzt heute hier in Salzburg. Toll, ich freue mich, vielen Dank, dass ihr das da hergestellt habt. Es geht nämlich darum, es geht das Aufzeigen, dass hier was schief geht. Und was schief geht, das ist, dass unser Rechtsstaat unterminiert wird. Er ist nicht mehr das, was er vor wenigen Jahren noch war. Es ist einfach, dass wir hier in diesem Fremdenrecht, in diesem Asylgesetz herumackern, als ob es kein Morgen mehr gäbe. Man darf machen, was man möchte, und nein, das darf man nicht. Und deswegen geht es darum, dass wir das aufzeigen. Wir haben uns dann Ende November, Beginn im Dezember, uns dem Thema Drasenhofen, Waldhäusel in Niederösterreich gewidmet. Und wiederum geht es darum, dass man diese Dinge vor das Licht holt und dass man aufzeigt, was hier eigentlich abgeht. Drasenhofen ist mittlerweile geschlossen. Die jungen Leute sind in St. Gabriel, es wird jetzt geschlossen und es gibt da jetzt scheinbar einen ganz guten Ausgang. Wir sind aber da dabei, daran sicherzustellen, dass diese Dinge eben nicht unter dem Teppich verkommen, sondern dass man das an das Licht zerrt.
Auch unser letztes Projekt, die Kosten dieser 42% Fehlerquote, die Kosten dieser Aberkennungsverfahren. Wir reden hier von zig Millionen Euro, die das Innenministerium hier vergeudet und einfach sagt, das stimmt ja gar nicht, es sind 5 Millionen Seiten gedruckt worden und man kann nicht jeden Satz einfach so hinterfragen. Sie werden jetzt dann einige dieser Sätze hören und Sie werden sehr, sehr schnell mitbekommen, dass nur ein einzelner Satz ausreicht, um zu erkennen, dass hier kein objektives Verfahren stattgefunden hat, dass hier Voreingenommenheit vorhanden war, dass hier diese Leute, die hierher kommen, um Schutz anzusuchen, kein faires Asylverfahren bekommen haben. Wer sind wir? Wolfgang Salm, ich habe viele Freunde gewonnen in diesem letzten Jahr und ich freue mich, dass es immer mehr werden. Besonders mit Andrea Meyerwöger aus Linz und Doro Blanke aus Graz sind wir da jetzt, eine Gemeinschaft, wir sind keine NGO, wir sind kein Verein, wir sehen uns als Zivilgesellschaft, vielleicht auch als Vertreter der Zivilgesellschaft, als Repräsentanten. Wir wollen aber unsere Zeit, sehr viel unserer Freizeit, weil wir sind ja alle berufstätig, widmen, um diese Asylverfahren, diese Dinge vorzuzeigen, was hier eben falsch läuft. Die aktuelle Debatte rund um die Möglichkeit einer Sicherungshaft zeigt ja auch ganz gut, dass es nicht nur um Fremdenrecht geht. Die Forderung des Herrn Doskozil geht ja genau in diese Richtung, wovor wir warnen. Es ist vielleicht jetzt nur das Fremdenrecht. Aber bald wird es auch andere Bereiche unseres Zusammenlebens treffen. Und genau das ist etwas, wo wir sagen, es gibt Menschenrechte und die gibt es aus gutem Grund. Dass wir die verteidigen müssen, hätte ich mir vor nur wenigen Jahren nicht denken lassen, aber scheinbar ist es so. Noch ein kurzer Satz, wie bin ich denn überhaupt dazugekommen? Für mich war das ein Neujahrsentschluss vor ein bisschen über einem Jahr. Und es war der Satz von Daniel Kehlmann. Nach dem Ende des Krieges hatten wir immer diese Frage, wie hätte ich damals reagiert? Jetzt ist es Zeit, diese Frage für uns, für sich zu beantworten. Und diese Antwort hat für mich auch Aktionen bedeutet, mich hinzustellen und zu sagen, nein, das geht nicht. Nicht in diesem Österreich, in dem ich aufgewachsen bin und nicht in diesem Österreich, das hier jetzt entsteht. Vielen Dank. Wolfgang Salm hat schon angekündigt, wir haben viel darüber gesprochen und kommen wir endlich zum Lesen. Fritz Egger ist österreichischer Schauspieler und Kabarettist und hat beruflich durchaus öfter mit dem Bösen zu tun. Wer gern Krimis schaut, kennt ihn aus Serien wie Soko Donau, Schnell ermittelt oder auch den Cop Stories. Das Böse, das in der Asylbehörde steckt, das wird er uns nun ein bisschen vorlesen. Ausgewählte Textperlen, gesammelt von Wolfgang Salm, begleitet von unserem kurdischen Ensemble, die ich jetzt aus dem Backstage-Raum holen muss. Mikrofonprobe. Weggehen. Geht es? So, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite. Was sagst du? Ein bisschen mehr, ja, dann nehme ich es in die Hand einfach. So, das ist besser, oder? Ah, die Brille hätte ich bald vergessen. Sie haben es schon gehört, 5 Millionen Seiten. Ich lese nicht alle.
Es sind Asylbescheide und nicht von ungefähr, zumeist negative. Sie sprechen für sich, ich spreche sie, aber werde sie nicht kommentieren. Wie gesagt, sie sprechen für sich. Erstens, eine starke Bindung. Sie verfügen über starke Bindungen zum Herkunftsstaat. Sie sind in Afghanistan geboren und haben dort ihre ersten beiden Lebensjahre verbracht. Glaubwürdigkeit. Sie sind als Person unglaubwürdig, weil sie behaupteten, es wurde ihnen bei der Erstbefragung gesagt, ihre Fluchtgründe nur kurz anzugeben. Allerdings war es zu erwarten, dass sie genau so verfahren werden, da die meisten afghanischen Asylwerber lügen und behaupten, sie hätten bei der Erstbefragung nicht angeben können, warum sie das Land verlassen haben. Aus einem anderen negativen Bescheid. Bei ihrer Flucht hätten die Taliban auf sie geschossen. Dort wäre aber ein Baum gewesen und deswegen wurden sie nicht getroffen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wegen einem Baum sie nicht getroffen werden konnten. Jo, genau. Arbeitsmarkt in Afghanistan. Zu den regelmäßig zumutbaren Arbeiten gehören dabei auch Tätigkeiten, für die es keine oder wenig Nachfrage auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gibt, die nicht überkommenen Berufsbilder entsprechen, etwa weil sie keinerlei besondere Fähigkeiten erfordern und die nur zeitweise, etwa zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs, ausgeübt werden können. Auch sowie diese Arbeiten im Bereich einer Schatten- oder Nischenwirtschaft stattfinden. Auf kriminelle Aktivitäten wird hiermit nicht verwiesen. Ein weiterer, durchaus mit positivem Inhalt, negativer Bescheid. Darüber hinaus konnten Sie sich während Ihres Aufenthaltes in Österreich auch Kenntnisse der deutschen Sprache aneignen, was Ihnen als zusätzliche Qualifikation zugute kommt. Familiäre Bande. Hinsichtlich Ihrer familiären bzw. sozialen Kontakte in bzw. nach Afghanistan ist anzuführen, dass Sie selbst angeben, über keine familiären Kontakte in Afghanistan zu verfügen. Sie geben an, lediglich zu Ihrer in Pakistan verbliebenen Familie Kontakt zu haben. Die Behörde kann aber familiäre Anknüpfungspunkte in der Heimat nicht ausschließen, speziell im Lichte der für Afghanistan typischen Großfamilien, wo durchschnittlich mit 5 Kindern zu rechnen ist. Das heißt im Umkehrschluss, dass etwa 10 Onkel sowie Tanten väterlicherseits bzw. mütterlicherseits erwartbar sind und diese ebenfalls an die 5 Kinder hätten, was rund 50 Cousins und Cousinen ergäbe. Dass alle dies Familienangehörigen in Pakistan wählen, wird seitens der Behörde als nicht plausibel angesehen. Aus einem anderen negativen Bescheid. Die Angaben, dass ihre Mutter nur 2 Geschwister hätte und ihr verschollener Vater ein Einzelkind wäre, ist unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Geburtenrate von mehr als 5 Kindern pro afghanischer Frau und dies selbst noch im Jahre 2013, bitte, zumindest auffallend. Es steht daher die Möglichkeit einer bewusst verzerrten Darstellung der sozial-familiären Einbettung zum Zwecke einer erfolgsversprechenden Asylgewährung deutlich im Raum. Auch vor Schwiegermüttern wird nicht Halt gemacht. Eine Dame hat angegeben, sie sei vor ihrem gewalttätigen Mann und ihrer gewalttätigen Schwiegermutter geflohen und der wurde daraufhin beschieden, dass Schwiegermütter weltweit komisch sind. Jetzt kommt eine meiner Lieblingsstellen. Ihr Interesse an der Aufrechterhaltung ihrer eingegangenen Ehe mit einer österreichischen Staatsbürgerin
kann trotz ihrer Rückkehr in den Irak auf verschiedene Weise gepflegt werden, zum Beispiel via Skype oder Kurzurlaube. Sogenannte Quickie-Ferien. Ja. Siebtens, Integration in Österreich. Sie sind in Österreich schwächer integriert. Sie nehmen an Deutschkursen teil und treffen sich mit Freunden zum Gitarren- und Kartenspielen und zum gemeinsamen Kochen. Sie sind Mitglied im Fußball- und Ringerverein. Sie sind ehrenamtlich für das österreichische Rote Kreuz aktiv. Eine darüber hinausgehende Integration ist nicht Überlebenschancen. Wie Berichte des BFA widerspiegeln, ist auch Bagdad Ziel von Anschlägen extremistischer Gruppierungen. Jedoch angesichts einer hohen Bevölkerungszahl von über 5 Millionen Einwohnern in Bagdad relativiert sich die Wahrscheinlichkeit, dass gerade sie Opfer werden würden. Hinsichtlich der Beurteilung der sicheren Reiseroute gelangte das Bundesamt zu der Ansicht, dass ihnen die Reise nach Kabul zuzumuten ist. So ist Kabul als Hauptstadt von Afghanistan über den internationalen Flughafen direkt und ohne Gefahr zu erreichen. Hinsichtlich der Kosten der nationalen Flugverbindung wird darauf hingewiesen, dass sie seitens des österreichischen Staates eine finanzielle Rückkehrhilfe erhalten werden. Was den Weg vom internationalen Flughafen Kabul in das Zentrum der Stadt betrifft, so ist anzumerken, dass es in Kabul mehr als 40.000 Taxis gibt. Somit steht ihnen auch mit Sicherheit ein Transportmittel zur Verfügung. Die ortskundigen Fahrer wählen schon aus Sicht des Eigenschutzes einen auch für sie sicheren Reiseweg. Was den Weg vom internationalen Flughafen in ihre Heimatregion betrifft, so ist den landeskundigen Feststellungen zu entnehmen, dass die Provinz X südlich von Kabul Stadt liegt. Diese ist über die Autobahn Y erreichbar. Zur Fahrt würde sich in ihrem Fall eines der 40.000 Taxis anbieten, da sie somit ihr Fahrtziel frei wählen können und die ortskundigen Fahrer wissen, wie das gewünschte Reiseziel sicher und schnell zu erreichen ist. Zynismus pur. Einer akut selbstmordgefährdeten Frau wurde trotz Vorlage mehrerer psychiatrischer Gutachten vom BFA beschieden. Sie haben kein Recht, in Österreich zu bleiben. Selbst dann nicht, wenn sie an einer schweren Krankheit leidet oder selbstmordgefährdet ist. Eine Abschiebung wäre nur dann unzulässig, wenn sie im Zielland qualvoll sterben würde. Durch ihren Nervenzusammenbruch beim ersten Abschiebungsversuch am so und so vielten am Flughafen haben sie die Abschiebung vereitelt und durch ihr Verhalten ihre Mitwirkungspflicht massiv verletzt. Vergewaltigung. Ebenso wurden sie gefragt, was sie sofort nach der Vergewaltigung gemacht haben. Sie haben angegeben, dass sie ihre Kleidung verbrannt hätten. Sie wurden befragt, warum sie sich nicht gleich danach gewaschen hätten. Dazu haben sie angegeben, dass sie zuerst Wasser hätten holen müssen und dieses erst erwärmen hätten müssen. Dazu muss angemerkt werden, dass alle Opfer nach einer Vergewaltigung einen dermaßen ausgeprägten Ekel und das Bedürfnis nach einer ausgiebigen Reinigung haben. Na ja, no, na. Aber es kommt noch dicker. Homosexualität. Nachdem sie über ein Smartphone verfügen und offensichtlich auch das Internet nutzen, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sie bei tatsächlichem Verkehr mit anderen Männern keinerlei Fotos auf ihrem Handy vorweisen können. Auch kann nicht nachvollzogen werden, dass sie nur oberflächliche Angaben zu ihrem Internetnutzungsverhalten angeben können. Hier wäre bei tatsächlichem Interesse an pornografischem Material über Homosexuelle zumindest von Lieblingsseiten im Internet auszugehen.
Und jetzt kommt's. Weder ihr Gang, ihr Gehabe oder ihre Bekleidung haben auch nur annähernd darauf hingedeutet, dass sie homosexuell sein könnten. Sie sind nicht homosexuell und haben daher bei ihrer Rückkehr nach Afghanistan nichts zu befürchten. Weitere genannte Klischees. Der Jugendliche habe sich mit anderen gestritten. Ein Aggressionspotenzial ist bei ihnen also vorhanden, das bei einem Homosexuellen nicht zu erwarten wäre. Auch dass der Mann nur wenige Freunde habe, ist aus Sicht des zuständigen Beamten ein Indiz für seine Heterosexualität. Zitat: Sind Homosexuelle nicht eher gesellig? Steht im negativen Asylbescheid. Und kurz darauf wurde ein zweiter Fall eines Irakers bekannt. Dem 27-jährigen Asylwerber, der als einen der Fluchtgründe seine Homosexualität angegeben hatte, wurde beschieden, dass er zu mädchenhaft und nicht authentisch auftrete, so mehrere Medienberichte. Eine homosexuelle Orientierung sei deshalb nicht glaubhaft, seine angegebene sexuelle Orientierung wirke auf die Behörde lediglich gespielt. Wie man es macht, ist falsch. Jetzt wollte ich eigentlich eine kleine, die kommen nicht mehr. Ah, die sind rauchen, das ist sehr gesund. Passt gut. Ganz liebe Grüße. Na, dann schließen wir den Homosexualitätsblock ab mit einer kurzen, mit einem kurzen Bescheid noch. Die Strafe für homosexuelle Handlungen beläuft sich auf 6 Monate bis 3 Jahre Haft. Dies ist eine sehr humanitäre Dauer, wobei auch die Haftbedingungen in Marokko sich sehr gebessert haben. Zwischen den Geschlechtern herrscht eine strikte Trennung, was den Alltag für Frauen im Gefängnis deutlich erleichtert. Ja, und die nächste Geschichte ist übertitelt mit Mother of All Pearls. Diese Textperle wurde sogar im Standard, steht hier, veröffentlicht und der höhnische Ton des Beamten angeprangert. Der Beamte im O-Ton. Niemand weiß, dass sie sich für das Christentum interessieren, dass sie getauft wurden, außer ein paar wenige Menschen in Österreich. Nicht einmal ihre eigene Familie weiß darüber. Sie haben das streng geheim gehalten. Daher können sie ihren angeblichen neuen Glauben auch heimlich in Afghanistan ausüben, da keine tiefe Verinnerlichung dieses Glaubens bei ihnen erkennbar ist und sie als Scheinkonvertit einzustufen sind. Völlig an den Haaren herbeigezogen sind ihre Behauptungen, dass Frauen im Islam keine Rechte hätten. Es ist bekannt, dass in Afghanistan Frauen in nahezu allen Berufen tätig sind. Sie studieren auf Universitäten, sie sind in den Medien aktiv, sind politisch aktiv und sogar Provinzvorstände. Es gibt Yoga-, Schwimm- und Radfahrgruppen in Kabul, nur von Frauen besucht. Die Lage der Frauen bessert sich. Davon, dass dort die Frauen keine Rechte hätten, kann keine Rede sein. Diese Behauptung von ihnen ist ohnehin bemerkenswert. Festzustellen ist, dass sie während ihres Aufenthalts in Österreich natürlich einiges über das Christentum gelernt haben. Das ist jedoch nichts Besonderes, vergleichbar mit der Schule. Auch dort lernt man einiges, auf das man dann doch einige Zeit lang zugreifen kann. Auch wenn unsere Wirtschaftsministerin gesagt hat, die Gymnasien produzieren oft am Markt vorbei. Stimmt offenbar nicht immer. Nicht glaubhaft ist ihre Behauptung, dass sie jeden Sonntag in die Kirche gehen würden. Der Generalsekretär der Vereinigten Pfingstkirchen Österreichs bestätigte in seinem Schreiben, dass ihre Anwesenheitsquote lediglich 86% beträgt. Also von einem Besuch des Gottesdienstes an jeden Sonntag kann ja doch sicher nicht die Rede sein, oder? Christen sollen heimlich beten. Wenn sie nach Afghanistan zurückkehren würden, würde niemand wissen, dass sie tatsächlich Christ geworden sind. Sie könnte in Afghanistan ihren neu erworbenen Glauben auch ausüben, auch wenn das im Geheimen stattfinden würde. Niemand würde wissen, dass sie Christ geworden sind und ihren Glauben änderten. Sie könnten sich zum Beispiel in Kabul eine Existenz aufbauen und dort ihr Leben finanzieren.
Hierzu wäre zu sagen, dass es in Afghanistan kein Meldewesen gibt und dass sie von niemandem gefunden werden. Und last but not least, ein Drohbrief ohne Stempel. Der angebliche Drohbrief wurde von einem Dolmetscher schriftlich übersetzt. Darin werden sie nicht namentlich erwähnt. Es fehlen Stempel, Unterschrift oder auch Zeitangaben. Demnach erscheint der Drohbrief in den Augen des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl als Fälschung und beweist keine direkt gegen sie gezielt gerichtete Bedrohung. So schaut's aus. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Fritz Egger. Wir nützen den kurzen Umbau und hören doch noch ein Lied vom kurdischen Ensemble. Dankeschön. Thank you.
Dankeschön, vielen Dank.